Jetzt kennst du es. Dankeschön, Kolja, mein Baller. Dankeschön, Bra. Wie geht's euch? Wie war euer Tag? Bei mir richtig baulige Aussicht, Bro. Richtig chillige Aussicht, Bro. Richtig schön. Richtig so Leben genießen, Mann. Richtig geiler Drip gerade. Richtig so entspannter Drip, Bro. Sehr warm, safe, Mann. Safe. Safe, Bro. Aber so eine gute Cola Zero entspannt dich schon. Gib zwar eine weiße Tasche zu weißem Button. Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber... Welchen weißen Button, Bro? Was meinst du? Was ist dein weißer Button, Bro? Ich dachte, hier ist links eine Fliege reingefallen. So, Freunde. Schade, gib mir noch einen Shot, ja? Already, man. Doch, keine Fliege, ne? Ach so, du meinst zu den Kubutan, Bruder. Ja, es gibt die. Die haben wir noch nicht rausgebracht, aber es gibt die. Du hast Haare schön. Dankeschön, Hexiabla. Dankeschön. Danke. Dankeschön, PR9M1. Dankeschön. Ich habe zum Glück heute so geschafft, zum Friseur zu gehen, Bro. Immer andere Friseure, dann sehr schwer, Bro. Sehr schwerer Drip dann. Verstehst du? Nicht so einfach, Bro. Das alles lässt sich nicht so einfach machen. Mir geht's gut, mein Baller. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Lasst uns in dem Sinne 10.000 hier oben voll machen. Dankeschön, Boki, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut, mein Baller. Wie sieht die Tasche aus zu den weißen? Also, die sind braunlederig. Die sind aus so einem braunen, abgenutztmäßigen Leder. Und sieht schon sehr geil aus. Ricana, ich bin nicht der Reale, nein. Nein, ich bin nicht der Reale. In 20 Minuten hast du Feierabend. VK, das freut mich für dich, mein Baller, Alter. Endlich, Junge, raus aus Hypes. Endlich raus aus der Matrix, Mann. Ja, seit langem wieder der Echte, Bro. Also, ich finde Klagenfurt und Villach sehr ähnlich, Bro. Beides sehr kleine Städte. Man kann da fast nichts machen, Mann. Ich weiß nicht, wie es denen geht, aber ich hoffe, es geht denen gut, Bro. Ich habe ja keinen Kontakt. Ich weiß auch nicht, wieso du mich das jedes Mal fragst. Dankeschön, das freut mich, dass ich gesünder aussehe, Mann. Dankeschön. Ich habe 5 bestellt in weiß und schwarz. Was für ein Ehren, Bro. Ich liebe dich, Mann. Ich danke dir von Herzen, Wallah. Ich küsse dein Herz, Bro. Drip, sehr drip, deine neue Frisur. Zeus Aurel, ich küsse dein Herz, Ballerina. Dankeschön. Trainierst du nicht mehr, Bra? Bist du geistig gestört, Bro? Was redest du, Bruder? Hat jemand Ehren in dein Dad reingetan? Baller! Nein, Bruder, das sind von Lahlulis Muskeln, Alter. Nur Lahlulis heben. Wir haben gleich 10.000, Bro. Das ist nice. Lerona, ich küsse dein Herz, Prinzessin. Dankeschön, Mann. Wie viel Grad sind das, Vater? Es sind 40 Grad, Bro. 39,5 Grad heute, Bro. Wann nächstes Tattoo? Das weiß ich noch nicht genau. Die Tätowierer kommen normalerweise immer von alleine zu mir. Und damit so eine Schicksalbegebung ist, dann mache ich das. V.
von Farben. Ich werde es noch einen goldenen geben, Bruder. Einen goldenen exklusiven gibt es noch geben. Und dann glaube ich, guckt mir. Bruder, Wolfstatue finde ich nicht so. Haben zu viele Gandons aus meinem Land. Und so als ein patriotischer Gandon aus meinem Land will ich auch nicht dastehen, Digga. Ich bin ein Mensch und nicht meine Herkunft, Bro. Ja. Wo bist du, Bro? In Panama Goose. Haare 12 zu 10. Ich küsse dein Herz, Mann. Das hat eine Prinzessin sogar gesagt. Dankeschön, man. Thank you, man. Ja, Bruder, auch mit Goldstift. Dann auch mit Goldstift. Das wird krasser, Bruder. Auch so eine schöne Verpackung und so. Also ich genieße hier mein Cola. Oh nein. Bist du der Echte oder wieder eine Aufnahme? Ich bin eine Aufnahme, Bro. Ich bin höchstvermutlich eine Aufnahme. Ich bin eine Aufnahme, Teddy. Macht jetzt mal 50.000 oben voll. Ich will auch einen Kochstream, Mann. Okay, 25 geht auch, Bro. Gute Aufnahme. Dankeschön, Bro. High Quality für euch. Macht 25 voll. Macht auf, wow. Macht auf 25 auf süß voll, Mann. Kryptul, dankeschön für 100 Rosen, mein Baller. Dankeschön, Bra. Grüß dein Herz, Bre. Sehr, sehr süße Community hier gerade und zwischen diesen 90 Bres. Habe neuen schönen Look. Das freut mich, Tanja, Alter. Wir checken jetzt mal ab. Sehr stark, Tanja. Sehr, sehr stark, Mann. Coco Melon läuft im Hintergrund. Tasche bei den Goldenen weiß ich noch nicht, Bra. Da sind wir noch nicht so weit. Ja, ich bin halt Restaurant, Bra. Hier ist ja nicht nur ich, Bro. Das sind keine Fakes, das sind meine Brüder im Glauben. Das ist meine Sekte. Ziel für Zukunft ist Musikindustrie töten. Cryptol, ich küsse dein Herz, Mann. Ich liebe dich, Alter. Ich küsse deine Seele, Mann. Dankeschön, Bra. Baller ist das heiß, Bro. Sehr, sehr heiß. Oh. In 2-3 Monaten, Bro. 2-3 Monate, inshallah. So, Freunde. 25k sind gleich fertig. 25k sind gleich tatsächlich fertig, Bro. Geil. Sehr, sehr geil. Was sind deine Ziele für heute? Ich will einen fetten Lahluli-Stream. Ich will Minimum 1000 Euro verdienen, bevor ich streame. Ich will viele nice Videos hochladen. Kochshow wäre krank, Bro. Aber in der Suite, wo ich bin, kann ich nicht kochen. Das ist das Problem. Sonst trainieren, gut essen, Bro. Und ich habe einen Termin um 18 Uhr, der wichtig ist. Sonst noch überall mitnehmen, mit euch chillen. Ja, sowas halt. Bro, ich weiß es noch nicht, wie teuer. Bro, Sabab, ich küsse dein Herz, Alter. Walla Billa, Bro, ich weiß noch nicht, Bruderherz. Wir gucken noch, das ist gerade nur fertig als Ding. Aber das sind wir gerade drin, Bro. Wir haben ja jetzt gerade erst diesen Release gehabt, deswegen. Oma habe ich schon getroffen, Bro. Danke zuerst, der Ripper, Mann. Deine Prinzessin, Dankeschön. Dankeschön für den Stern. Küss dein Herz. Für dich tippe ich immer. Küss dein Herz, Mann. Wie spät wir es haben, schreib mal die Uhrzeit rein, dann lese ich sie vor, Bro. Ich bin doch nicht auf mein Handy. Lisa! Dankeschön, Tyron Lannister, Mann. Oh, Baller. 13:46, Bro. 13:46. Haben wir heute den 12. oder den 13.? Den 12. 12.8. oder 13.8. Eins von beiden. 12.8. genau.
13:49 Uhr. Der echte Zeus. Zeus, Maximilius, Julius, Cäsar, Mann. Der alle echte Mann. Mann, der alle echte, der sein Hemd nicht zumachen kann. Freitag, den 13. haben wir, ne? Gestern war 12. Ist mir egal, Bro. Meine Brust passt hier nicht rein. Doch, doch. Bro, Kazlak, okay, was soll ich jetzt machen, Bro? Dann hol ihn einen runter, Bro. Ja, ich lade heute neue Streams hoch, Bro. Heute lade ich neue Streams hoch. Zeus AK, Zeus, mein Baller, zieh durch auf Baustelle bei dieser Hitze. Inshallah machst du heute mit diesen Accounts viel mehr als auf dieser Baustelle. Du musst irgendwann das nicht mehr machen, mein Baller. Ich werde 20 von Gold bestellen. Sabab, was ein Ehrenballer. Mansur, danke schön, mein Brat. Küss dein. Ah, Mango. Sorry, Mango. Mango. Coco Melon. Du bist Macht, mein Baller. Du bist es, Digga. Wir zusammen, ich alleine nix. Du hast dein... Was hab ich? Du hast es, dein T-Shirt zu haben, oder? Ja. Es wird auch viel zu warm. Ich küsse dein Herz, Sabab. Ich danke dir. Bald holen wir dieses Boot. Hast du nur Hemd gekauft? Ich habe Hemd, Unterhosen, Socken, Unterhemd, T-Shirts und so Sachen gekauft, ja. Wieso, Bro? Sollte ich mehr kaufen? Ihr habt nicht mehr Geld geschickt, Jungs. Schickt 100.000 Diamanten, dann kaufe ich mehr. Easy, mein Bro, mit Boxhandschuh. Bis gleich, Bro. Ah, und teilt den Stream mit euren Shababs, Leute. Hier kann ich 1.000 Euro am Tag abheben. Ich hab's nicht indirekt gesagt, ich hab's direkt gesagt, Bro. Ich hab mein astrologisches Horoskop direkt gesagt, damit ihr nackt wisst, wer ich bin. Taui abheben am Tag ist stabil, Bro. Deswegen würde ich hier gerne den Taui voll machen, Digga. 180 habe ich auf den Account heute schon verdient. Das heißt, 820 kann ich hier noch verdienen. Das sind genug Diamanten, Mann. Jetzt müssen wir 50.000 voll machen. Live teilen, genauso wie Tanja. Ich sag nichts zu den Neidern, Bro. Ich bin glücklich, Neider zu haben. Danke dafür, ich feiere dich mega, hab mir gegönnt und gelernt dadurch. Ich feiere Astrologie mega. Andreas, es freut mich, dass du dir ein bisschen näher kommst. Ich feiere das auch. Und ich war irgendwie so mein Leben lang nur dafür verflucht worden, dass ich das feiere. Und quasi gesteinigt werden soll oder irgendwas soll aus mir ausgetrieben werden. Welche Ziele willst du erreichen bis 25? Bro, ich will nicht wirklich Ziele haben. Ich will flexibel und frei sein und machen, was ich will, weißt du? Und wenn man sich etwas festlegt, schafft man das ja nicht mehr. Dann sagt man, ja, aber ich hatte das vor und das. Bro, mach, was du willst. Leb jetzt, genau, hier und jetzt. Und mach jetzt das Beste draus. Das ist mein Ziel. Also immer glücklich zu sein mit mir selber und zu tun, was ich liebe. Zum Beispiel, ich war jetzt gerade auf TikTok und diese Freestyles, die wir machen, in Streams und so, die gehen übelst viral plötzlich. Tausende Klicks, hunderte tausende Klicks. Und Leute feiern das und so. Sowas entstand einfach bei Lahlulis Rauchen. Und das ist nicht wegen Geld. Das war so, das ist für mich so, Mann, Travis Scott macht so, weißt du, ich meine? Color Violet ist so entstanden von Tory Lanez. Tory Lanez macht so, Bro. Sit down. Auf jeden Fall war das so. Und ich bin auf sowas stolz. Sowas habe ich ja nicht geplant, das war hier und jetzt. Und so will ich weiterleben. Ich will einfach nichts erwarten und alles hören. Ich will gar nichts erwarten und irgendwas bekommen. Weißt du?
Wenn ich 1000 Euro erwarten würde, wäre ich traurig, wenn ich nur 500 kriege. Wenn ich gar nichts erwarte und sogar 10 kriege, bin ich doch glücklich. Das ist nur, was du erwartest und ich erwarte nie etwas. Und ich kriege alles dafür. So circa lebe ich. Also ich bin mit allem glücklich, was heute ist. Wenn ich heute 50 Euro habe, bin ich glücklich. Wenn ich 5000 habe, bin ich glücklich. Wenn ich Familie habe, bin ich glücklich. Wenn ich keine habe, bin ich glücklich. Dann ist das meine Familie. Ich finde schon einen Weg, glücklich zu sein. Das ist mein Ziel. Wenn ich jetzt einen Unfall hätte und plötzlich kein Bein oder kein Arm hätte, wäre das sehr traurig. Aber ich müsste doch damit weiterleben oder soll ich mir mein Leben nehmen? Nein, ich muss weiterleben. Das heißt, wenn mein Arm und mein Bein und meine Stimme jetzt weg ist und mein ganzes Herz, aber ich habe überlebt, dann bin ich doch gezwungen weiterzuleben. Oder soll ich mir lieber das restliche Leben nehmen? Ich finde, man sollte dann weiterleben. Das ist das halt. Und daraus das Beste machen. Und wenn man mich dafür hasst, dann ist das okay. Weil die Zeit, wo es mich traurig gemacht hätte, ist schon längst weg. Deswegen war ich in der Zeit gar nicht im Internet. Die anderen waren im Internet und haben über mich Lügen verbreitet, weißt du? Und ich habe gewartet, bis ich von Drogen wegkomme, von dem wegkomme. Also Shem war sehr schlimm, von dem wegkomme. Und dann erst habe ich mich überhaupt getraut, nachdem ich mich besiegt habe, meine Psychosen besiegt habe. Dann habe ich gesagt, ja okay, jetzt. Aber so, wo es mich gejuckt hat, die Zeit ist schon längst weg, Bruder. Wo das Metalleisen war, wo es mir wehgetan hat, war am Anfang, Bro. Dieses Wehtun und Sterben war vor einem Jahr, Bro. Deswegen sind die Songs so. Weil ich das darauf gekotzt habe. Aber wusste es gar nicht. Ich finde es jetzt heute raus. Und unbewusst war meine lächerliche Musik also meine einzige Rettung, weil da drin ich das erzähle, was ich gar nicht wusste vor 3-4 Jahren. Wenn man Drama hört, wenn man FML hört, wenn man Hure hört, den Song. Schon krass, Alter. Mit der Frisur offizielle Klagenfurter, safe, Bro. Bruder, ich bin unantastbar. Es ist doch alles gelöscht, aber warum bin ich überall? Warum muss man über mich reden, damit man weiterkommt? Ich bin noch immer unantastbar, Bro. Ich war unantastbar, ich werde nur unantastbar bleiben. Kennst du Can't Touch This? Can't Touch This Man. Man is in the mirror. Am Ende 50k voll auf süß. Also sobald ich das Geld für den Boot habe, weiß ich es innerhalb von 5 Minuten, mein Bro. Nein, ich habe heute keine Kellnerin gedrückt, Bro. Die war nicht so schön. Wo ist dein Pferdanhänger? Ja, es ist mir so heiß, dass ich den nicht mehr tragen kann, Bro. Willst du mehr Muskel aufbauen oder bist du zufrieden? Also ich werde schon... Also ich baue jeden Tag mehr auf, falls du das nicht siehst. Und ich werde damit nicht aufhören, nein. Aber so ästhetisch schöne Baki-Muskeln. Nicht so aufgeblasene 40% Körperfett. Chirrut Bang-Muskeln. Ich will halt so Qualität, weißt du? Ich will so verschiedenes Rindfleisch aus verschiedenen Ländern in meiner Brust und nicht nur aus Deutschland. Und dafür will ich auch extra diesen Ticket zahlen für 1000 Euro, damit ich mich auf diesen Steak freue. 10 Stunden auf der Fahrt dahin nach Italien. Nur so sieht man dann aus, wie Aurelio sagte. Der einzig wahre. Weißt du, ich meine? Ich setz mich kurz dahin, okay, ist voll heiß jetzt, ja? Ja, aber Rauchen hab ich ja erledigt, deswegen. Boot kaufen wir uns so in 2 bis spätestens 3 Wochen, Bro. Alle spätestens 3 Wochen. Alle spätestens. So.
auf süß jetzt hier hinsetzen. Founder, Braunest, wie gesagt. Wow, die Sicht sieht echt geil aus. Wow, wow. Was für ein Boot, das weißt du noch nicht, Bro? Der schöne Boot, die dicke Anna, Anna will aufs Boot. Aber Anna, die Waage zeigt jetzt rot. Verstehst du? Sorry, Anna. Warum kann die Kellnerin Deutsch? Weil ich in deutschsprachigen Raum bin, Mann. Anna hatte zu viele Burger, ja. Viel zu viele. Ich bleibe nicht in Klagenfurt, nein, Bro. Nein. Das wird nicht gehen, dort zu leben mit diesem Bekanntheitsgrad und diesen 7 Leuten, die da leben. Es kamen schon 50 Landsleute, 190 Familien und alles andere Mögliche, was mit mir 50 Zukunftspläne vorhatte. Und das ist zu anstrengend, Bro. Das ist viel zu anstrengend. Viel zu anstrengend, Bro. Die warten, egal wo ich bin, draußen, Bro. Jeder Nachbar erzählt jeden Nachbar, wo ich bin. Verstehst du? Das ist zu viel, Bro. Zu viel, Bruder, Alter. Alter, Mann. Mann, es ist zu viel. Balea, was juckt dich das, wohin ich will? Jemand, der meinen Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum gewählt hat, der höchstwahrscheinlich von diesen Gandonsch ist. Was interessiert dich das Eistee oder fragst du das für sie, damit sie nicht mehr zittern muss? Ich bin, wo ich will. Und wenn ich will, bin ich morgen in Wien, wo ihre Eltern sind. Verstehst du das? Ich war ja in Italien. Jetzt bin ich hier. Die Familie ist auch hier. Oh. Oh, Wien ist ja nicht weit. Schwestern, Brüdern und so. Ich weiß schon, Bro, warum du mich das fragst. Aber ich spucke auf die. Ich will nur, dass sie dieses Zittern in sich haben. Ich dachte, er hat Probleme, er kommt gar nicht nach Wien. Doch. Doch. Was verbindet dich mit Wien? Ich war zum ersten Mal Millionär in Wien, Bro. Das verbindet mich mit Wien. Und dich? Ich hatte da 7 Läden, mit denen war ich Millionär. Verbindet dich da sonst irgendwas? Nee. Ich habe viel in Wien gemacht. Schule auch, ja. BFI, Margaretenstraße 65. Handelsakademie habe ich dort abgeschlossen. Viele Chais in Wien gedrippt, Bro. Unzählig viele, Mann. Mann, ich kann sie nicht mehr zählen. Alter, auf Otterkring. Wow, wow, wow. Die von Räumannplatz habe ich gar nicht genommen, Bro. Das war zu viel. Landstraße waren die, die ein bisschen Geld haben. Wien Mitte. So ging es halt weiter, Bro. Damals war ich, Dings, im Callcenter zuständig. Für Callgirls. Dankeschön, Gringo. Freut mich, dass dir die Frisur gefällt, Bro. Wie viele Diamanten haben wir eigentlich, Bro? 1000 Diamanten, Bro. Das macht keinen Spaß, Jungs. Sorry, das macht keinen Spaß, Mann, Alter. Nein, Mann. Ihr seid zu langsam, Mann. 50.000 sind nicht mal voll. Jungs, 50.000 sind nicht mal voll, Mann. Mann. Ihr seid zu langsam, Mann. Der Account ist zu neu. Hadid Ern, Mann, Alter. Ja, ich weiß, Bro. Ich weiß. Die sperren ja auch jede 6 Minuten einen Account, Bro. Was sollen wir machen? Wir waren heute mit 17 verschiedenen Accounts zu hier, Mann. Irgendein Mod stimmt wirklich User, dann wird es kein User mehr. Stimmt. Welcher User ist das? Welcher Mod? Kann sein, dass so Gandons. Polska Prinzessa soll auf Kick gehen. Die gönnt, Bro. Die gönnt. Coach, danke schön, mein Baller. Küss dein Herz. Ja, ich guck mal. Ich guck später.
Ich werde diese Mods entfernen dann alle. Moderatoren kann man hier entfernen. Einstellung. Moderatoren hier. Also es kann eigentlich niemand sein außer den Kelp hier. Zeus ist die Rockstar. Lee ist das nicht. NMT ist es nicht. Khan ist es nicht. Todesengel kann das auch sein. So. Und das war's. Jetzt kann es niemand mehr sein, weil die anderen drei kenne ich. Lahluli Bauer. Das ist der echte Zeus-Account. Nein, ich mach niemanden zu Mod. Ihr seid selber Bots, Bro. Geht nicht. Geht nicht, Mann. Mach die 100.000 Likes voll. Ja, Mann. Erstmal 50, dann 100, Mann. Auf entspannt, Bro. Ganz entspannt, Bruder. Langsam steigert sich der Hase. Komm, wir schaffen das, Bro. Komm, Junge. Komm, Bro, Bro. Rein in die Olga. Rein in die Olga, Bruder. Seiten auf Ziffer, Bro. Nur der echte Zeus hat Seiten auf Ziffer. Tanja, Gringo, danke schön für den Hut, Mann. Wo kann man diese Diamanten verschenken? Man muss die kaufen, mein Baller. Du musst nichts kaufen, Habibi. Mach dir keinen Kopf. Scheiße, was geht? Nix, was geht bei Diablo. Alles gut? Hab dir Hut gekauft, Bruder. Das ist süß, Ado. Das ist sehr süß von dir, Mann. Dankeschön, mein Baller. Das ist eine süße Geste. Mach 50.000 voll. Mach 50.000 voll. Ja, Bro, natürlich will man dort und hier sehen. Ist halt so, Bro. Ey, Zeus, was geht? Dann machst du Daniel. Daniel so. Macht 50.000 voll, Junge, was ist los? Lachluli Bauer. Rein, Jungs, ich bin der echte Zeus, Mann. Mein Gott, Alter. Wo gibt es die Diamante? Ich glaube, wenn du auf Geschenk klickst, kannst du Diamante aufladen. Toni, ich küsse dein Herz. Dankeschön, mein Baller. Dankeschön. Aleikum Salam, Zeus AK, Zeus, willkommen, Alter. Macht Fuffi hier voll, Jungs. Bezahlt mit WLAN, Jungs, Alter. Der hat recht. Der hat recht, Jungs. Bezahlt mit WLAN, Alter. Das geht sonst anders nicht, Junge. Baller, hier sind 90 Grad, Bro. 90 Grad Hitze, Bruder. Baller, du weißt nicht, wie heiß das ist, Bro. Warum? Boah, hier ist doch schon Klima, Bruder. Ja, okay, die Zuschauer steigen sich langsam. So, nicht viel. Nicht viel, aber immerhin, Mann. Jungs, ich bin der echte Zeus. Ich bin der kleinste, aber der echteste Zeus. Es ist Freitag, der 13. Mann. Der Account ist 6 Minuten alt. Bitte verdient, hilft mir so viel zu verdienen wie mein Fake-Account, Mann. Der Account hier ist eingeschränkt. Greetings to Jamaica, my baller. Irgendwie ist bei mir alles eingeschränkt. Donnerstag, okay, Donnerstag. Ich habe keine Ahnung, was heute ist. Ich lebe nicht nach Wochentagen. Es ist Dienstag, der 13. Abend, sorry. Dienstag. Dienstag. Sorry, Patrick. Patrick, sorry. Sorry, ich mach sowas nicht mehr. Du hast ja recht. Es ist der Dienstag. Dienstag. Valer, sorry, Mann. Du hast recht. Ich wandere bald aus. Bro, beste, was du tun kannst. Deutschland ist für einen Nutzen. Bist du Perma hier? Ne. Ich bin seit ein paar Minuten gerade da. Welches Jahr haben wir? 2029. Время есть сколько хотим. Время есть сколько хотим. 100k drippen mit diesen 7 Leuten wird nicht so einfach, Bro. 100k mit 7 Leuten drippen. Wow, wow, K-Dogs, mein Baller. Danke für den süßen Motorradhelm, Mann. Danke, ich appreciate den Helm. Bruder, Jamaika wäre krank, mein Traum. Aber wie soll ich ohne Pass nach Jamaika? How can come to Jamaica with no passport, brother?
my ex stole my documents, you know? And I have a shitty like Asylant passport. That's why it's not so easy, man. Ich hab Bock auf Cappuccino, Mann, bei dieser Hitze. Cappuccino. Ja, ein Cappuccino noch. Cappuccino? Dankeschön. So, meine Freunde. Mit Boot nach Jamaika fahren wäre schwer, Bro. Alleine Boot fahren und so mit unerfahrenen Leuten und dann gehst du drauf. Wird ganz schwierig, Bro. Ganz, ganz schwierig. Ganz schwierig. Hast du jetzt einen Manager? Ich hatte noch nie einen Manager, Bro. Leute sagen halt immer, dass sie meine Manager sind, wenn sie zwei Deals klären. Und sie brüsten sich dann damit. Und ich gebe ja von dem Deal dann 20%. Wenn jemand sagt, ey Bruder, ich habe für dich das und das für 20.000, dann zieht er mich erstmal ab und sagt, es sind 20, obwohl es 50 sind und steckt 30 ein. Und ich bin so einer, der sagt, hier von den 20%, Bruder. Und die erzählen trotzdem drum, dass sie meine Manager sind. Wisst ihr, ich meine, wie soll ich Manager sein, wenn ich mich klonen kann und mein Manager bin und ganz Internet bin? Wie kann ich einen Manager besitzen und warum brauche ich ihn, Bro? Was ist los? Bruder, Alter, ich werde gleich weinen, hört auf. I'm sorry, Mama. I'm really sorry, Mama. Bruder, in 2-3 Monaten, Abijim. In 2-3 Monaten, mein Baller. Die Taschen in 2-3 Monaten, glaube ich, Bruder. Alles zusammen mit dem Nächsten, was rauskommt, glaube ich. Alles zusammen, Bruder. Auf 4 Profile bist du live. Ja, das ist doch gut, Bruder. Sei doch zufrieden. Dankeschön. Danke vielmals. So, Freunde. Ein drippigen Cappuccino auf euch. Lasst uns die 100.000 Racks hier voll machen. Ich dachte, du hast wirklich geweint. Ich bin ein guter Schauspieler. Ich kann sehr gut. Sie dachte bis Ende, es tut mir weh. Es tut ihr weh. Wann kommt das Lied I'm Sorry Mama raus? Ich habe das noch nicht aufgenommen. Aber wie es aussieht, muss ich sowas mal aufnehmen, ne? I'm sorry, Mama. Ich habe mit der ganzen Scheiße hier nichts mehr zu tun. Nein, ich habe mit dem ganzen Dreck nichts mehr am Hut. Am Hut, wegen Hut. I'm sorry, Mama. Ich habe mit dem ganzen Dreck hier nichts mehr am Hut. And every night I see you cry. Das wäre schon krass. I'm sorry, Mama. Mit dem ganzen Müll habe ich hier nichts mehr zu tun. Mit der ganzen Scheiße will ich, hab ich nie mehr wieder. Mit der ganzen Scheiße hab ich nie mehr was zu tun. Hab ich nie mehr wieder was. Oh. I'm sorry, Mama. Mit der ganzen Scheiße hab ich nie mehr wieder was zu tun. Nie mehr wieder was zu tun. I'm sorry, Mama. Mit der ganzen Scheiße hab ich für dich nie mehr wieder was zu tun. Every night I see you cry. Und deine Tränen machen mich nur sprachlos oder wortlos. Deine Tränen machen mich dann. Dann schon wieder wortlos. I'm sorry, Mama. Nur für dich werde ich tun. Geil, Digga. Bitte aufnehmt Lahluli, dann ist trippig. Safe, Bro. Safe, safe. Lahluli muss natürlich rein. Lasst uns 100.000 voll machen. Lasst uns voll machen. Frisur hat dich gefickt. Also ich finde die sehr gut, Bro, tatsächlich. Ich feiere die Frisur. Ich fühle mich gepflegt, Bro, das ist wichtig. Das Lied mit Bitoev bringe ich auch raus, ja. Кто может здесь по-русски?
Я могу по-русски, Лара. Лара, что надо? Не, мне перевести язык. Джолина. Welcome. Zwei Stickies oder ein fetten? Zwei Stickies, Bro. Das Gefühl, zwei zu rauchen, ist schöner als ein. I'm sorry, Mama. Ich würde lieber zwei ohne Vorderbau mitnehmen, als eine mit gutem Vorderbau. Und kein Grip hinten. Dankeschön, Jolina. Leute, 100.000 hier oben voll machen. И ты, я знаю, может. Ну да, я думаю, там все другие дебилы никуда ничего не могут. Poster den Strom noch bei Tele. Was meinst du, Bro? Teilt live auf süß, Leute. Auf ganz süß. Vielleicht gehen wir gleich durch. Vielleicht wird ab 100.000 was passieren. Wetter ist 39 Grad heute und bei dir? Bei dir, Jolene, man? Bruder, für dich mache ich I'm sorry, Mama. Kick komme ich so in 3-4 Stunden circa. So ab 20, 21 Uhr. 33 ist auch gut, Bro. Ah, der Hafe war gut, Bro. Der Hafe war king-like. Jetzt gleich ein Babalahluli. Ja, den Stream mache ich bei Telegram rein, Bro. Die mache ich safe rein. Ich muss die jetzt gleich nur alle runterladen. Und das ist sehr mühsam, Bro. Die alle runterzuladen ist sehr mühsam. Wo ist mein Nahluli? Ich hatte in meiner Hosentasche mein Nahluli. Ich glaube, der ist oben. Jägermeister habe ich schon weggesehen, Bro. Gladiator, Jägermeister sind alle weg. Weggesehen, Mann. Ja, ich habe Abitur. Hat mir nichts gebracht, ich bin trotzdem Alkoholiker geworden. Und verdiene damit jetzt mein Geld, Digga. Also, Alkoholiker sein bringt mir mehr Geld als mein Abitur rum, versteht ihr das? Warum war ich in dieser Schule und habe nicht an meine Wodkaflasche geglaubt? Yeah, ha, ich wusste damals schon, die ganze Scheiße bringt mich nicht mehr weiter. Ich werde irgendwie trotzdem nur noch scheitern. Ha, weil sie wünscht mir am Ende dieses Tages trotzdem irgendwie den Scheitern. Yeah, man, Schulsystem hat uns verraten. Ha. Ich werde verfolgt, als wäre ich voll mit Pfeilern. Pack nur noch Rang 1. Bro, wir gehen hier gar nicht viral gerade. Free Castile. Yeah, I'm a lyrical free castilical individual, cause I hate Castile. And the government's corrupt. Yeah. She wished I got a motherfucking Kahbash abortion. Man in the Titan. Wann bekommst du deinen Pass, Bruder, wenn ich das wüsste, Alter? Wenn ich das wüsste, wäre ich Johnny Fontaine. Car Industries. Die haben bestimmt eingeschränkt. Ja, Bro, der andere Account nutzt mir nichts. Der verdient dann 3.000 Euro, aber ich kann nur 100 am Tag abheben. Brauche ich nicht. The world is full of Kahawis, man. Yeah, man. Yeah, it's full of Kahawis, Bro. Ist echt süß, was zur Zeit abgeht, aber du machst das Beste draus. Bruder, ist sehr suspekt, aber Leute, checken langsam. Bruder, ich habe überlegt, ob ich heute eine Chai rufen soll. Weil ich mir gedacht habe, soll ich einmal jetzt wegballen, so nach, keine Ahnung. Aber ich habe keinen Bock, Bro, irgendwie so ist. Das bringt nur Probleme, Bro. Kahaus bringt nur Probleme, die haben, sogar wenn die Nummer hat, Bro. Sogar wenn die einfach nur deine Nummer hat, weißt du? Dann hat sie deine Nummer, dann hat jeder deine Nummer. Irgendwie musst du ja ins Hotel holen. Ich hab keinen Bock, Bro. Und keiner von denen ist jetzt so.
Ich hab grad so, weißt du, man, der Kick ist weg, Mann. Und die sind alle richtig schön, voila. Die sind so 100 von 100, Bro. Und die Armen sagen so, Bruder, drip mich und schick mich einfach weg, Mann. Ich will nichts von dir. Nicht mal da drauf hab ich Bock, Alter. Weißt du, meine ich so, ha, voll anstrengend, Uber callen. Aber kann ich dann so frei Lachlulis rauchen, so auf den, denke ich mir. Wallah, das ist mein einziger so, weißt du, will sie mich stören? Das ist alles. Uhrzeit. Uhrzeit. Wie spät haben wir es? Ich sag's dann. Bruder, und das Schlimmste wird dann, wenn die dann rum erzählt, ich habe mit dem gedrippt, 14.17 Uhr. 14.17 Uhr. Die wird ja ihr Leben lang dann erzählen, ja, Mois hat mich, ich meine, Zeus hat mich gedrippt, Bro. Zeus hat mich tot gedrippt, Alter, das war so und so. Das war so und so. Bruder, sie wird die nächsten 100 Jahre über nichts mehr reden, außer über meinen beschissenen Schwanz, Mann. Ich hab keinen Bock, Mann. Ich hab keinen Bock, Bro. Ich schwöre, Bro, der hat recht, die schreibt den Lebenslauf. Die wird, egal wo sie arbeiten geht, wenn sie fragen, was sind die besonderen Sachen, die ihr konntet? Ja, ich habe bei dem er hat gesagt, ich bin gut. Was sagst du, Bro, Alter? Ich hab keinen Bock, Mann. Es bringt nur Probleme, Mann. Mann, Alter, nur für ein Loch, Alter. Kein Bock, Bro. Kein Bock, Bruder, kein Bock, Mann. Kein Bock, Alter. Ich nehme irgend so einen Brunnen und drip den weg einfach. Scheiß drauf, Bro, passt auf. Ich brauch schon ein Boot, ja, Mann. Ja. Das Ding ist aber, es macht mir auch mehr Spaß, Frauen zu klären, die gar nicht meine Sprache sprechen und mich nicht kennen und gar nicht wissen, wer ich bin. Und nachdem ich sie weggedrippt habe, löse ich dann das Geheimnis, wer ich bin. Und dann will sie noch mehr weggedrippt werden. Stell dir vor, so, du drippst sie weg, die weiß nicht, du bist Michael Jackson. So, by the way, ich bin Michael Jackson, nachdem sie 10-mal tot gedrippt wurde. Das ist Flex, Bro. Das ist der bodenständige Flex. Darauf habe ich zum Beispiel Bock. Auf sowas habe ich Bock, Bro. Auf so gottlose Flex. Weißt du, man? Du musst mir keinen rufen, Bro. Es sind so viele, die sich selbst rufen. Und sich aufregen, dass ich den Chat nicht aufmache und so. So viele, Bro. So viele. Ich kann sie nicht mehr zählen, Mann. Es geht nicht mehr, Alter. Geht nicht mehr, Mann. Ich will raus hier. Ja. Sorry, dass ich alles gut. Brauchst du ein Zimmer? Nein. Nein? Nur eine Zigarette hatte ich geraucht. Und mit offenem Fenster raus und dann sofort. Ja, das darf man nicht. Bitte? Das darf man nicht. Okay. Ja, bist du umgezogen auf dein Zimmer? Ja, okay, wir haben ein anderes bekommen. Ja. Aber ich werde nichts mehr. Ja, ich weiß. Im schlimmsten Fall zahle ich die Strafe. Aber irgendwo kennen wir uns ja auch alle und wir sind besonders nett zueinander. Vielleicht verstehen wir auch, dass ich Michael Jacksons Vater bin und manchmal eine Kippe brauche. Light in the mirror. Genau, das weißt du besser als wir alle. Und deswegen, ich weiß nicht, was genau so der Hintergrundgedanke des Gesprächs war, aber im schlimmsten Fall werde ich das zahlen, aber zweimal. Das zweite Mal für, zweites Mal für dich, damit du das mich nicht mehr fragst. Das war Drip-Antwort, ne? Man in the mirror. Du guckst quasi, Moment, also du schaust meinen Lahluli-Stream zu, die ganze Nacht, währenddem du hier in Rezeption bist. Und fragst mich dann, ob ich im Zimmer rauche. Nö. Was meinst du damit? Du hast mir heute früh gesagt, du hast meinen Stream gefeiert. Und dann laufst du so 19 Mal rum und dann, Entschuldigung, hast du eventuell im Zimmer geraucht und so? Und dann,
Und sie wollte dann sagen, ja, du musst normalerweise Strafe zahlen. Aber ich hab mit denen geredet und deswegen ist kein Problem mehr. Auf den so, sie wollte einen auch so, ja, ich habe dich gerettet, darf ich dir jetzt einen? So funktionieren die, Bro. Und ich bin schockiert, Bro. Ich bin schockiert. Genau, sie hat gutes Wort angelegt. Checkst du, wie ich meine? K-Dogs, ich liebe dich, Mann. Ich schwöre, checkst du, wie ich meine? Zeus, Alter. Das ist keine Theorie, Bro. Das ist keine Theorie, Mann. Mann, nein, Bro. Ich trip sowas nicht weg, Mann. Nein, Bro. Nein, ich bin ein Feinschmecker, Bro. Bruder, ich bin ein Feinschmecker, Bruder. Ich esse nicht einfach so Kebab, wenn ich Hunger hab. Verstehst du? Ich hunger, Bro. Ich hunger lieber, wenn ich Hunger hab und nichts Gutes zum Essen hab. Bruder, Alter. Statt Kleidung kaufe ich mir Essen, Bro. Ich esse Chayas lieber als Essen. Ich achte noch mehr auf alles bei der. Und das ist so ein zimperliches Zusammenspiel von, was lohnt sich jetzt wegzudrücken. Wenn ich schon bei meinem Essen so sehr aufpasse, was in mich reinkommt, muss ich auch aufpassen, wo ich reinkomme. Muss auch sauber sein, Bro. Muss sehr sauber sein, Digga. Und sorry, Mails, ich muss eine Wahrheit über mich leaken. Immer wenn sowas passiert, dass du jetzt vielleicht weggedrückt werden könntest, sag ich dir immer, aber auf richtig ekelhaft und hässlich, kannst du bitte duschen. Dann sagt sie immer, wie meinst du das? Stinke ich? Nein, aber bitte geh duschen. Und es ist so, Bro. Ich kann sonst, es tut mir leid, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, was ist das? Geh duschen. Die meisten von euch waschen kein Arsch. Und bei uns schon. Geh duschen, Mann. Geh sofort duschen. Ich will diesen, was du letzte 14 Wochen erlebt hast, nicht spüren jetzt. Verstehst du? Ist doch okay, Mann. Geh duschen. Ich gehe auch 10-mal duschen am Tag. Geh duschen, Bro. Ist vernünftig, ich schwöre. Wir waschen doch auch Hände vor dem Essen. Ich werde gleich Essen nachholen. Wir werden gleich Körperflüssigkeiten austauschen, Mann. Geh duschen. Geh duschen, Mann. Nimm am besten sein Shampoo mit gutem Geruch. Checkst du, ich mein, Digga, Alter, sonst. Die müsste ich auch duschen schicken. Powder war so. Also es war seit lang so. Wow. Aber hinten hat ein bisschen was gefehlt, Mann, Alter. Hinten hat, Bruder, es ist nie perfekt, TikTok, sportlich, Alter. Leute, ich bin der echte Zeus. Wir haben heute Dienstag, den 13.8. Und uhrzeitstechnisch, glaube ich, 14 Uhr, wie viel? 45 oder so? 50? Mutter 60? Freunde, wie spät haben wir es? 14.25. Genau. 14.25. 25 plus 11. Nice 11, man. Sei nicht so gemein. Warum soll ich den Gestank ertragen lieber? Aber sie dann nie wieder flanken. So entsteht die Möglichkeit, dass ich es vielleicht ein zweites Mal tue, dann wahrscheinlich nie wieder. Aber zweimal, Bro. Nur weil du gut gerochen hast, ist doch gut. Küsst dein Herz, Eistee, mein Baller. So, Bruder, ich mag Fisch nur auf meinem Teller, nicht dort. Nicht um mein Nero. Das ist ekler. Das ist so. Was willst du essen? Ich weiß noch nicht genau, ja? Ich treffe mich mit guten Partner von damals, der so ein Juwelier hier ist. Vielleicht hat er auch eine Wohnung, muss mit dem reden, wir wollten zusammen essen. Ein paar Kiara in Plastiktüte. So auf Gandon meinst du, ne? Habe ich mir auch überlegt, Bro. Wie viel Cash haben wir hier gemacht? 2000 Diamonds, man. 2000 Diamonds. Vielleicht gehe ich ja bald viral. Schaffen wir die 100 Tracks, Mann. Schaffen wir 100 Tracks, Bro. Mir geht's gut, Official Arthur, man. Wie geht's dir, mein Baller? Schaffen wir 100.000.
Die Bude wäre krank, Bro, wenn ich die kriege, ja? Dein Lieblings, was? Cheat Meal? Ich mag keine Cheat Meals, Bro. Es ist irgendwie so weg von mir. Dieses sündigen Wollen beim Essen, ich vermisse das nicht mehr. Ich finde, es ergibt gar keinen Sinn, das zu konsumieren. Für mich halt. Auch geschmackstechnisch schmeckt mir zum Beispiel Kaviar, Salzbutter und ein schwarzes Brot mehr als Schokolade. Avocado liebe ich auch sehr, ja. Avocado liebe ich sehr. Wie Keto sagt, halt den Stream, man. Zeus neu offiziell sagt, Price geht den Berg auf, man. Der Stream ballt langsam in die richtige Richtung, Freunde. Kaviar mit Butter und Brot ist sehr geil. Aber mit Salzbutter, Bro. Salzbutter oder Kräuterbutter geht manchmal auch. Eine gute Kräuterbutter. Käse, der einzige Käse, den ich sehr liebe, ist Ziegenkäse. Ziegenkäse ist für euch auch der beste Käse, den ihr essen könnt. Hauptaccount bin ich schon länger gesperrt, ja. Fake Streams sind keine Fake Streams, das sind echte Streams, Mann. Lasst die in Ruhe, lasst die Geld machen. Es ist alles, was wie es sein muss. Es ist alles genauso, wie es sein muss. Ziegenkäse mit Salz ist crazy, ja, Bruder. Ich finde Ziegenkäse mit Wassermelone ist auch crazy, Bro. Ich schwöre, Bro. Ziegenkäse, Wassermelone oder Schafskäse und Wassermelone. Warum brauchst du dann Sneakers, Bro? Warum soll ich dann so auf Bastard noch dazu Sneakers essen, Bro? Checkst du, ich meine, warum? Ich bin doch schon voll. Und es gibt nichts Besseres als Wassermelone mit Käse, Mann. Was soll ich dann sonst noch essen? Deswegen so, ich esse halt, was ich brauche. Wenn ich so richtig Süßigkeiten will, esse ich Manuka-Honig, sein Vater. Golden Gilet Royal. So Sachen, die sind auch süß, aber die darf ich essen. Ich ersetze halt so, was ich nicht darf, mit dem, was ich darf. Datteln sind auch süß. Wenn du einen Shake machst und Zucker drin willst, dann tu lieber ein, zwei Datteln rein, Bruder. Tu doch ein, zwei Datteln rein, Bro. Wenn du einen Shake süß haben willst, tu ein, zwei Datteln rein. Wenn du einen Kuchen süß haben willst, der mit Protein ist, tu auch Datteln rein, Bro. Also Zuckerersatz ist für mich Datteln. Verstehst du? Also du solltest zwar natürlich nicht übertreiben mit Datteln, aber ist halt natürlich, Bro. Tu lieber Datteln rein. Dann ist viel besser. Tu ein bisschen Honig rein. Dann ist besser. Wenn du einen Schokoladenriegel willst, kauf dir echte Kakaobohne, mach draus Schokolade und dann ist es echt, Bro. Und tu da dann Haferflocken rein, bisschen Akazienhonig, Mandeln, ein bisschen Proteinpulver, den du mit Schlagsahne vermischt hast. Und tu das wie Creme rein. Lass es in den Kühlschrank für 5 Minuten, Bro. Bisschen Datteln dazwischen. Schwör bei Gott, es gibt keinen besseren Riegel, Bro. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Und es gibt nichts Besseres für deinen Körper als etwas, was deine Hand macht. Das ist das. Sollte jetzt nicht so hässlich klingen, weil du dir einen runterdrücken willst jetzt. Lass uns 100.000 voll machen, Digga. 100.000 gehen voll. 100.000 gehen klar. Zeus mein Baller. Elo meine Ballerina. Dankeschön für die Herzen. Dankeschön. Jejo, diesmal ist das der höchstpersönliche. Victory, danke, dass du da warst. Tanja, dankeschön für das Flammenherz, man. Jejo, genau, höchstpersönlich sein Vater, man. Dankeschön für das Flammenherz, meine Freunde. Wir gehen auf die 100 Tracks zu. Und langsam, langsam. Rollt der Hase. Was bestellt man bei der Hitze? Eigentlich Salat, Bro. So einen entspannten Salat. Ich esse bei der Hitze am meisten so, am liebsten, wie heißt das? Fruchtsalat. Fruchtsalat ist geil, Bro. Fruchtsalat ist das Beste, was es gibt, man. Allen Dankeschön, mein Baller. Dankeschön, Bro. Pass auf dich auf, ich wünsche dir einen schönen Tag, Bro. Wir haben 90.000 fast voll. Ein Bulgursalat ist auch krass. Achtest du immer schon auf dein Essen? Also so seit 2 Jahren achte ich halt auf die Art meiner Ernährung, aber nicht auf das Essen. Manches ist für mich kein Essen mehr. So Schokolade und Eis und Haribos
Und Brot ist für mich gar kein Essen. Das ist für mich wie diese Kamera. Für mein Gehirn ist das gleiche Klassifizierung wie diese Kamera. Leon, mein löwischer Bruder, willkommen. Ich würde diese Kamera halt nie essen, Bro. Und Haribos auch nicht. Wir sind halt genau auf dem Level für meinen Kopf. Das ist für mich nicht mehr zum Essen, sondern zum was anderem. Und so schalte ich das in meinen Kopf ab. Weil Haribos gab's in der Natur auch nicht, Bro. Crypto Tool, du kannst mir gern Privatnachricht schreiben, Bro. Hier auf deinen Account. Darf man dich auf Ernst bei Projekten unterstützen? Also, Bro, was mir gehört, gehört euch. Ich werde immer alles machen mit euch. Ihr seid eh immer Teil dessen. Bro, DJ, pass auf dich auf, Prinzessin. Danke, dass du hier warst. Besser echte Bären essen als Haribos. Genau, Bro. Und wenn du Haribos willst, dann gib diese Bären zum Garen so in so ein Glasding rein. Dann wird's auch mit der Zeit so zu was anderem und süßer und auch geil, Bro. Du kannst alles machen. Du kannst diese Bären mit Kokos und Schokolade, die du erhitzt hast, aus echter Bohne umhüllen und in den Kühlschrank legen, nachdem du sie ein bisschen warm gemacht hast. Aber damit das Mittlere dann irgendwie so weich gekocht ist und dann Kruste und dann ist es kalt und so. Und natürlich, Bro, ist halt natürlich. Das macht dich nicht fett. Weil alles, was eine Maschine macht, macht dich fett quasi. So, alles, was eine Hand macht, macht dich nicht so fett. Weißt du? Das ist so ein ganz einfaches Beispiel. Im Prinzip, ich brauche Geld für meine Zähne. Mein Baller, bald hast du genug. Hübsch bist du heute. Dankeschön, Malina. Dankeschön. Kiss your heart, man. Trotz ohne Schlafs, Alter. Datum und Uhrzeit. Zeus Aurel, es sollte 2:30 sein, circa. Und der 13.8., glaube ich. Der Dienstag. Ich halte 3 Finger nach oben. Yeah, man. Wie viele Stunden schläfst du? Ist eine gute Frage. Du musst mich was anderes fragen. Außer Schlaf. Hast du Lahlouli geholt? Ich habe genug Lahlulis da, Bro. Lahlulis sind genug da, Mann. Lee, danke schön. Mann, danke schön, Abla. Küss dein Herz. Lahlulis haben wir genug, Bro. Lahlulis haben wir genug. Heute wieder fresh gemacht, Mann, ja. Wir sind immer am Bauen, Bro. Schlafen können die, die nicht bauen. Schafe können schlafen. Und Hunde passen auf sie auf. Ziegen bauen. Nein, Bruder, du schuldest mir gar nichts, mein Bruder. Du schuldest mir gar nichts, Bro. Niemand muss mir was geben, chill, Junge. Hauptsache, du genießt die Streams, Bro. Das ist das Wichtige. Das ist für mich das Wichtige. Dass du wiederkommst und dich freust und mich suchst, obwohl du nicht weißt, dass es mein Account ist. Das reicht mir, Bro. Mehr brauche ich nicht, wirklich. Das reicht. Dein Double hat gerade ein paar Zuschauer, 1000 Zuschauer in 3 Minuten. Ja, Bro, ich gönn ihn. Ist mir nicht mein Double. Ist der Wahre. Ist genau wie es sein muss, Bro. Er ist ein hochrangiger General. Ein sehr krasser Typ. Küss dein Herz, Leon, mein Bruder. Brauchst du später im Zimmer? Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen werden, Bro. Wegen der Lulis. Ich muss mir das überlegen, auf jeden Fall. Müssen gucken, Bro. Aber ohne Lahlulis gibt es keine Lahlulis-Streams. So, meine Freunde. Wir haben fast 100.000 Likes voll. Auf ganz süß. Schwimmbad und Dampfbad gibt es hier und Fitnessstudio, genau. Gibt es hier auch. Fitnessstudio waren wir aber heute schon. Draußen wäre auch nicht schlecht, ja? Bruder, ich habe seit fast einem Jahr kein Jay mehr gedrückt, Bro. Das wäre nicht gut, Alter.
Lachlule Stream of Jail wäre nicht gut. Bruder, Lachlule Stream of Jail wäre nicht gut, Bro. Du bist wie, so, wie Hisoka. Ich liebe Hisoka, Bro. Ich wollte seine Träne machen, das einzige auch mein Gesicht mäßig. Weißt du, ich meine, das war so, was ich mir mal so überlegt habe. Hisoka finde ich sehr ikonisch, weißt du, ich meine. Hold up, Prinzessin, willkommen im Stream. Anatoly gehört schon zu mir, aber er ist nicht fake, Bro. Anatoly ist eigentlich real. Wenn du in Düsseldorf bist, brauchst du selbst kein Hotel zu bezahlen. Inshallah, Bruder, ich küsse dein Herz. Ich muss noch eine Trainingseinheit mit Khalid machen. Parfüm muss ich mich jetzt kümmern, Bro. Ich grüße André, meinen Baller. Grüße gehen raus an den. Habibi, mein Bro. Zwei Fake-Accounts sind live. Das sind keine Fake-Accounts, Mann. Das sind keine Fake-Accounts. Zeus Aurel, die Uhrzeit ist ca. 14:35. Wir haben den 13.8., den Dienstag. Mir geht's gut, Sonne. Wie geht's dir? Wie war der Tag? Feature mit Gazman. Ich mach mit niemandem Feature, Bro. 100.000 sind voll. Ich küsse eure Herzen. Dankeschön. Macht jetzt auf süß weiter. Ähnliche Projekte wie Dings. Bruder, ich plane nichts, wo ich den anderen mein Gesicht gebe. Ich möchte nicht mehr. Ich will mit denen nicht kooperieren, ich will nicht mit denen sitzen, ich will nicht mit denen reden, ich will nicht ein Teil von deren Formaten sein. Und die sollen auch kein Teil von meinem Sack sein, Bro. Dein Track Albtraum ist zu krass. Ich küsse dein Herz, du bist krass, mein Baller. 101.000 Likes haben wir. Wir müssen weitermachen. Langsam geht der Drip hier weiter. Langsam checken die, dass ich der Echte bin und jeder andere. Auch noch echter sogar als ich. Ich grüße Lena Mann. Auf Zimmer gehen wäre gut. Aber ich muss zahlen. Ich zahle kurz, okay? Ich habe kurz Unterbrechung, Leute. Wetter macht müde, weil es zu heiß ist, ja. Ich zahle mal. Ja, komm, gehen wir einmal noch raus. Eine Ballen kurz. Bruder, es fuckt so ab, dass man in Cam nicht ballen kann, Alter. Diese werden kippen so voll unnötig, Bruder, Allah. So voll so. Hirschit, man. So voll 5-jährigen Plattform, weißt du, ich meine, Alter? Bist du 5 Minuten alt, Alter? Weißt du, mal so auf den. Das ist schon schlimm, Bro. Ganz schlimmer Hase. Aber du, ich würde dann gern zahlen. Ja, mit der Karte, bitte. Jungs, ich bin gleich weg. Ich bin da. Ich musste nur zahlen, Jungs. Alles gut. In China wird die App ganz anders benutzt. Ich weiß, Bro. In China machen sie auch guten Content dort und nicht so ein Fettshit mehr. Weißt du, man? Ah, ich darf ja hier nichts zeigen, Alter. Diese Gandong-Plattform, Alter. Richtige Gandong-Plattform. Balea habe ich vorher jetzt irgendwo vergessen. Balea, jetzt warte, ich komme da.
So, ich bin zurück, man. Ich bin zurück, man. Freunde, ich bin der echte Mann. Ich bin der echte, hört auf. Soziopath, danke schön, ich bin auch einer. Uhrzeit, Uhrzeit, ich muss pissen, Mann, Uhrzeit zum Pissen. Ich spüre, dass wir brechen gleich durch die Matrix. Bald checken die, dass ich der Echte bin. 14.42 Uhr, ich bin kein Fake, Mann. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Kick heute so ab 9 Uhr, Bro. Zeig nicht viel. Du hast recht, Bro. Du hast recht, Mann. You're right, man. Live eingeschenkt. Det an, Balaj. Det an, TikTok. Det an in 5 Sekunden, Mann. Mann. So anstrengend, Bro. So anstrengend. Wer hat so wenig Leben nachholt, dass er hier jede Sekunde sitzt, Bro? Dein Mord hat mich gesperrt gestern, weil ich dich verteidigt habe. Welcher Mord war das, Bro? Kannst du mir sagen, welcher Mord das war, Soziopath? Wer war das denn? Welcher Mord? Ich habe jetzt eigentlich davor schon alle fast entfernt gehabt, Bruder, weil ich das gehört habe. Niemand kann Mord werden. Niemand kann. Geht nicht mehr. Das war's. Nein, ich habe noch nichts gegessen, Marlene. Ich warte auf Kollegen, ich esse mit ihm. Kahn war das, oder wie? Geil. Da macht er das immer. Und ich habe dem vertraut. Aber ich habe vielen vertraut. Naja, Kahn. Was für ein Gandon. Und hat so getan, als ob er das dem also richtig vertrauen kann. Hadet an der Alabale. Was für ein Pideras. Mann. Mann, ich hab dir vertraut, Junge. Grüß mal Ismail. Bayern, ich grüß Ismail, Mann. I greet Ismail. Ich weiß nicht, wieso TikTok das sperrt, Alter. Wurde auf Kick auch gesperrt. Kahn war eigentlich immer korrekt, ja. Das meinte ich ja. Kahn war eigentlich immer korrekt. Sonst kann das niemand sein. Vielleicht haben wir die ja schon entfernt. Also die meinen, dass ich so die... Also TikTok ist der Meinung, dass ich Drogen und Tabak im Stream repräsentiere und zeige. Darum sperren die mich immer. Aber ich mag das nicht, in meinen Streams anders zu sein. Ich will nicht so live kommen und auf etwas verzichten, weißt du? Ich meine, das macht mir gar keinen Spaß, Bro. Doch, wenn du spendest, krieg ich... Also, wenn du hier spendest, krieg ich Money, Bro. Also, auf deinen Account. Schon, ja. Doch, nachdem ich gesperrt bin, natürlich auch, Bro. Doch. Mein Live-Zugriff wird nur gesperrt, dass ich nicht wieder live kann. Das passiert. Weißt du, ich meine? Ich küsse deine Krone, Soziopath, mein Baller. Разреши мне модератором быть, пожалуйста. Посмотрим еще, Лара. Bayern Zorn, ich küsse dein Herz. Moderatoren sind schwer jetzt geworden, Bro. Die blöffen viel. Deshalb, ich muss sie besser aussuchen. Er ist, it's my Getipper. Okay, mein Bro. Küss dein Herz, mein Bruder, Soziopath. Ich werde mich daran erinnern. Ich küsse deine Seele, Bro. Wir haben 114.000 Likes, Leute. Lasst uns 115 schaffen auf süß. Lahluli, man in the mirror.
Hier, Bruder. Warte. Hier. Moderator hinzufügen. So. So. Verschreibt Soziopath. Bruder, kacke auf den. Man kann mich nicht erniedrigen, wenn ich selber am Boden bin. Weil ich das liebe. Boden ist doch niedrig, Bro. Lass dir sowas nicht zu Herzen steigen, Bro. Alles gut. Leute, macht 150k voll. Du findest Brot, geh aber feierst Big Mac, Bro. Wann habe ich Big Mac gegessen, Bro? Soziopath, ich danke dir, mein Baller. Ich esse gar kein Fleisch bei McDonald's, weil es meiner Meinung nach Menschenfleisch wahrscheinlich ist. Oder irgendwas anderes, Bro. Aber es ist auf jeden Fall so ein Prozentanteil drin. Auch wie der Hint von Charlie Schokoladenfabrik. Das Prinzip des Äquivalenttauschs ist circa, wenn du 66% Materie drin hast und 33% von was anderen, tauchen die 33% da gar nicht auf, Bro. Das schmeckt man gar nicht raus. Weißt du, sorry, Mann. Weil das einzige Fleisch, was es so viel gibt, ist nicht drin. Drin gibt es nur zu 13% für Big Macs auf dieser Welt. Ist nur Mensch. Also nur ein Mensch hätte so viel Fleisch zur Verfügung, wie man es in McDonald's braucht. Und komischerweise ist in SpongeBob Mr. Krabs verraten, hat er sein Volk zum Burger gemacht. So auf den war das Drip. Weißt du, man? So war quasi der Drip, Bro. Ja, sie sagen Rinderfett-Ammoniak, aber woher weiß man das? Bruder, ich muss testen, wer Leute wegsperrt im Chat. Und wer was wo Unruhe stiftet. Verstehst du? Ich gucke jetzt erstmal, Bruder, und dann werde ich alles wieder richten, inshallah. Mach dir keinen Kopf. Wir werden alle als verrückt abgestempelt, Bro. Auf jeden Fall hat Mr. Krabs keine einzige Krabbe mehr übergelassen, um Geld zu verdienen. Achso. Dankeschön. So. $150k Likes bitte. Wir schaffen das. Mann, ich bin gerne. Turn off.
sorry, man. Soll ich jetzt live rausgehen? Soll ich kurz live rausgehen, oder wie? Soll ich live rausgehen? Sorry, man, ich muss kurz den Drift nach rechts legen. Kennt das so? Soll ich aus live rausgehen, oder wie? Soll ich mich dafür schämen, wenn die auch alles so Awareness spreaden? Ist gut, Digga. Digga, ist normal, jeder muss mal. Ist normal, Jungs, Alter. Ist doch nicht schlimm, Alter. Bisschen bissen, ist das. Hier war mein Nachluli. Hier ist mein Nachluli. Ja, bei Hunden ist okay, Bruder, bei mir nicht, obwohl ich auch ein Hund bin angeblich. Ist doch alles gut, Bro. Jetzt erst recht okay. Jetzt erst recht okay, Bro. Nein, ich bin am Wörthersee, Bro. Kannst du Eistee King auf Kick entsperren? Ja, Bro, aber ich bin gerade am Stream. Danach eventuell, man. Freunde, Dankeschön für die süßen Herzen links oben. Kürbiskerne. Kürbiskerne. Gut für dich. Ich nehme gar nichts zu mir an Nahrungsergänzungsmittel, Bro. Oh, nix. Überhaupt null. Null Sachen. Null, Bro. 0, Josef. Ismet Ibgetir. Ich werde gucken, wer euch gesperrt hat, Bruder, und dann entsperre ich euch, inshallah. Etach hat er schon, wer ist der Robin? Ja, das stimmt. Die sind gut. Die sind echt gut. Supplements sind meiner Meinung nach auch Scam. Ich sag dir ehrlich. Also ich finde, dass Supplements irgendwie so aufgeteilte einzelne Inhaltsstoffe sind von zum Beispiel einer Frucht oder Fleisch oder so. Verstehst du, ich meine? Ich denke so, das ist so. Wozu? In Natur ist alles, Bro. Und du brauchst nur Supplements, weil du nicht genug von der Natur hast. Und hättest du alles von der Natur gehabt, würdest du nicht wirklich Supplements brauchen. Bro, ich habe nichts für meine Tattoos gezahlt. Ich habe keine Meinung zu Matthias Clemens, Bro. Du siehst, wie er aussieht. Ich habe Angst, ihn anzuschauen sogar, weil ich denke, dass er geistig gestört ist. Er ist auf jeden Fall nicht normal, Bro. Und sein Aussehen erst recht nicht. Und ich würde niemals mich ins Internet trauen, mit so einem fertigen, psychotischen Blicken und so. Bro, Alter, was ist das? Hört auf, mich über sowas Meinungen zu fragen. Bro, Alter, irgend so ein Chir, der eine Firma versucht durchzupushen mit irgendwelchen Gandons, die pädophil sind. Bro, Alter, reicht, Bruder, Alter. Verstehst du, ich meine, Alter, ich kann nicht. Zeug, lass mal neuen Content, Mann. Bruder, lass mich doch in Ruhe, ja. Soziopath, ich küsse dein Herz. Das freut mich, dass ich dein Lieblingscreator bin, mein Baller. Mein Lieblingsalbum aus Deutschrap, der einzige, hieß von Hollywood Hank, auch Soziopath. War krass. Schatten-Doppelgänger-Streams machen wir alle jetzt gleich in Telegram rein, Bro. Nach diesem Stream jetzt hier gehe ich raus und lade alle Streams runter. Lade sie für euch alle hoch. Auf Telegram. Und dann habt ihr genug Streams in vollster Qualität, Mann. In vollster Qualität. Von einem Freund, der Vater war dein Nachbar. Nice, Bruder. Das freut mich. Es ist lustig, Mann. Leute, ich muss leider, um meine Zeit nicht zu verschwenden, etwas tun, was eventuell für manche unangenehm kommen könnte. But I'm sorry, man. Dankeschön, Sabah. Ich liebe dich, mein Baller. Dankeschön. Es waren nur 120 Zuschauer. Ich bin nicht der echte Only One.
Und der Account ist erst 5 Minuten alt, deswegen. Tony, mein Bruder, pass auf dich auf. Dankeschön, dass du da warst. Ist das Son Gohan? Wer? Meinst du mich, Prinzessin? Ich bin Son Goku. Son Gohan sieht aus wie ich. Ich hab den gewichst, Bro. Nicht im Bett. Bruder, Moment. Moment, Bro, guck mal. Ich habe für dieses Zimmer heute so 200-300 Euro bezahlt, okay? Und ich liege auf der anderen Seite. Ja, ich rasiere halt mein Dings, Bro. Ich muss diese letzten so, ich muss in Shape bleiben, Bro. Ich mache immer wieder so was noch. So, weißt du, ich mache nicht, bis das ein Urwald wird und dann. Ich mache immer ein bisschen mehr und mehr. Bisschen so mehr und so. So zum Beispiel morgen wieder ein bisschen, übermorgen wieder ein bisschen. Dann ist halt nie drauf, so. So auf dem, weißt du was? Oh, mein Bauch, habt ihr das gehört? Oh. Oh. Auf jeden Fall, genau das mache ich jetzt gerade. Ich mache ein bisschen weg. Und warum auf Bett? Weil ich für dieses Zimmer 200-300 Euro bezahlt habe. Ich schlafe auf der Seite und nicht auf der. Und wenn hier ein paar Härchen drauf sind, die sie morgen wegräumen müssen, für die 200-300 Euro, interessiert mich das nicht. Ich zahle ja für diesen Luxus, dass eine Frau aufräumt, die ich nicht rippen muss und sich nicht aufregen kann, weil ich ihr 50 Euro gebe zum Aufräumen. Bis später, Tanja. Ganzes Zimmer riecht nach Rahluli, Bruder. Ganzes Zimmer. Gottlos. Gottlos, Mann. Gehen wir Stadtbad. Ein leckeres Eis essen mit Kürbiskern. Bro, das Ding ist, sogar Chayas fragt mich das. Und ich sag Chayas nein und du bist keine Chaya, Bro. You are not a Chaya, man. Hol Duftkerzen. Du hast recht, ich hol gleich. Für Abend meinst du, ne? Scheiß Aurel, mein Baller. Ich hab dich auch vermisst, Mann. Ich hab dich auch vermisst, Bro. Leute, lasst uns die 150k voll machen hier oben. Der Account ist 6 Stunden alt. Das ist der echte Zeus. Das ist der echte Zeus, Mann. Noctis, sorry, dass du einmal tippen musstest. Sorry, Mann, ich mein 1000 Mal. Aber müsst ihr auch nicht. Wallah, mir ist egal, Jungs. Ich schwöre, mir ist egal. Scheiß drauf, wenn ihr wollt. So ist auch voll angenehm, ich schwöre. Das wird früher oder später eh viral gehen, wenn ich drin bleibe. Ist mir egal, Bro. Macht euch keinen Stress, ich schwöre. Scheiß drauf. Weißt du, ich meine? Ist egal, Bro. Chillt einfach. Redet ein bisschen. Zeig mal deinen Rasierapparat. Hier, Bro. Ich liebe den. Der ist richtig geil. Ich finde, der ist richtig geil, Digga. Die Aufsätze gehen auch so magnetisch raus. Und so magnetisch rein. Riecht geil, Bro. Ich liebe das. Baby Bliss. Genau, genau, Bro. Baby Bliss heißt das, Bro. Genau. Schon süßer Drip, Bro. Baby Bliss, man.